Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir tatsächlich dann auch das Übel mal benennen. Das Problem und die größten Lebensmittelverschwendungen finden statt, auch wenn es eine unpopuläre Botschaft ist für Politiker, finden statt in den privaten Haushalten. Denn es läuft doch so, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum, stellen Sie bitte eine Zwischenfrage. Wollen Sie es? Da kann man die Uhr nachstellen. Sagen Sie bitte noch mal laut. Ja, wissen Sie, das ist halt das Problem, wenn man das Prinzip von sozialer Marktwirtschaft nicht verstanden hat, wo es eben Anbieter gibt auf der einen Seite und das, was angeboten und produziert wird, auf der anderen Seite eben auch tatsächlich von Menschen nachgefragt werden muss. Und wenn das nicht zueinander passt und Sie das halt nicht verstehen wollen, dass es in unserer westlichen Gesellschaft so funktioniert, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen, verehrte Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, also Ihre Parteifreundin, die lassen es wirklich drauf ankommen gerade. Wer wirklich Lebensmittelverschwendung bekämpfen will. Kleinen Moment mal. Also hier sitzt im Moment die Präsidentin und die gehört jetzt im Moment hier jedenfalls in keine Fraktion. Und ansonsten hat überwiegend der Kollege Dr. Gero Clemens Hocker im Moment das Wort. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin. Am 25. Oktober 2022 ertrank Sidding Musa Hamid Aissa aus dem Sudan. Seine Leiche wurde in einem Fluss an der polnisch-belarussischen Grenze gefunden. Er wurde 21 Jahre Kollegin alt. Kollegin Bünge, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Unionsfraktion? Nein, danke. Ich finde das auch etwas pietätlos an dieser Stelle. Die Leiche von Hamid Aissa wurde angespült, 21 Jahre alt. Sie brauchen ja keine Toten, kennen Sie gar nicht. Sie müssen die Schlepper verantworten. Sie sind die Schlimmsten hier von Hamid Aissa. Sie sind schuld. Ich kann Ihnen gar nicht mehr. So, das Wort hat die Kollegin Clara Bünger für die Fraktion Die Linke. Ich bin erschüttert an dieser Stelle, während ich über tote Menschen spreche, wie Sie das für Ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Und ich möchte an dieser Stelle diesen und allen weiteren Todesopfern des Grenzregimes gedenken und ihren Angehörigen und Hinterbliebenen mein Mitgefühl aussprechen. SPD, FDP und Grüne, lassen Sie sich nicht von diesen rechten Hetzern treiben! So, ich konnte jetzt gerade den Zwischenruf, welcher aus der AfD-Fraktion kam, noch nicht personell zuordnen. Ich werde aber sehr genau das Protokoll prüfen, inwieweit dieser geeignet war, die Rednerin der Fraktion Die Linke zu verunglimpfen oder zu beleidigen, und behalte mir entsprechende Interventionen vor. Ich habe auf die Stoppuhr gedrückt. Ich habe eine sehr kurze Kurzintervention zugesagt, Herr Benner, zu Ihrer Rede gibt es viel zu sagen. Es ist nur etwas komisch, Sie haben irgendwas nicht verstanden. Ich will es Ihnen erklären und dann lassen Sie die Erklärung nicht zu. Deshalb diese Kurzintervention. Die Frage war, warum ich den Verfassungsschutz in meinem Antrag erwähnt habe und wie ich darauf käme, ihn da in die Spur schicken zu wollen. Ich habe es in meiner Rede erwähnt. Wahrscheinlich haben Sie da gerade Klebstoff angerührt oder Klebstoff geschnüffelt. Ich habe gesagt, der Verfassungsschutz hat sich Herr bereits. Herr Brandner, geht es auch ohne Beleidigung. Die Grüne Partei ist eine gesteuerte Partei aus den USA, um unsere Wirtschaft zu zerstören. Das Herr Kollege, sehen wir Sie doch. Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Sie haben das einen Präsidenten, muss, der Sie jetzt bitte das zum Schluss Das muss kommt. Beendet werden, ja, Leute. Ihre Rede muss jetzt auch beendet werden. So. Mündlich aufräumen in diesem Schaustand. Alter, ey, nerv nicht mit deinem Gelaber. Also wirklich. Herr Kollege, ich erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf für die Bemerkung, Altersdiskriminierung und störe nicht mit deinem Gelaber, ist des Hauses unwürdig. Und das bitte ich wirklich ernst zu nehmen. Lieber Kollege Kuhle von der FDP, die Rede war ja gut von Ihnen. Die war ja gut, aber die FDP muss sich in Ansehung einer solchen Rede der Grünen, genauso wie im Übrigen die SPD, fragen lassen, wie kann man eigentlich mit so einer Partei tatsächlich in der Regierung sein, weil das so auf Dauer nicht funktioniert. Und auch noch eine persönliche.
Nein, ich hab's doch extra aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich jetzt so aufblasen, Herr Kollege. Ich hab's extra aufgeschrieben. Das ist nicht vorbereitet gewesen. Das ist O-Ton vom Kollegen gewesen. Und Sie kommen jetzt und reden da schlau daher. Das ist ja der Wahnsinn. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, aber selbstverständlich, meine Redezeit ist nämlich fast umsonst. Ich bin, Frau Künast, noch einmal, ich bin jetzt dran, Frau Präsidentin, vielleicht können Sie das wiederherstellen, die Ruhe. Ja, also Herr Kubicki darf jetzt eine Zwischenfrage stellen und alle hören ganz gespannt zu. Bitte schön. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich kurz auf die letzte Debatte zurückkommen, zu Top 13. Ich habe mir noch mal die Protokollauszüge der Rede von Dr. Christian Wirth und von Konstantin Kuhle angeschaut. Herr Dr. Wirth hat die Wortwahl Säuberungsaktion genutzt und Konstantin Kuhle hat darauf Bezug genommen. Es ist natürlich ein Wort in Bezug auf Menschen, was diesem Haus völlig unangemessen erscheint. Und darum rüge ich diese Wortwahl und bitte Sie darauf, in Zukunft zu verzichten. Gerade im Hinblick auf unsere Geschichte ist das, glaube ich, völlig unangemessen, dieses Wort hier in diesem Haus zu verwenden, in Bezug auf Menschen. Die Betreuung eines Migranten kostet den Steuerzahler 35.000 Euro im Jahr und wenn er behauptet, er ist minderjährig, bis zu 85.000 Euro. Und wer bekommt das Geld? Die Betreuungsindustrie. Katholische Caritas, eng verbandelt mit der CDU-CSU, Arbeiterwohlfahrt, ein Endlager für abgehalftete SPD-Kader oder die EKD, der verlängerte Arm der grünen Klimasekte hier im Bundestag. Sie alle laben sich an über 50 Milliarden Euro pro Herr Jahr. Herr Abgeordneter, versuchen Sie es doch bitte ohne Beleidigungen. Einfach mal bei der Sache bleiben. An den deutschen Bürgern an Steuern abpressen. Bitte stimmt. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-Fraktion? Ich bin jetzt gerade fertig und ich glaube, ich habe meinen Punkt sehr deutlich gemacht. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken, man kann hier viel dazwischenrufen und das gehört ja alles auch zur Meinungsfreiheit dazu. Sich aber gegenseitig nun zu sagen, dass der eine mehr Verständnis von Politik hätte und der andere weniger, das ist schon beleidigend. Und ich finde, dass wir zu einem gewissen Umgang miteinander kommen sollten, wenn junge Frauen hier sprechen, die auch noch gar nicht so lange im Parlament sind. Ist das keine schöne Art, ständig dazwischen zu rufen von einer Männerriege, die auf der rechten Seite sitzt? Und nun möchte ich noch ein paar Worte an Herrn Ullmann richten, der mich nach meiner Rede zum WHO-Antrag persönlich beleidigte. Eigentlich wollte ich mich nicht auf so ein niedriges Niveau begeben, aber manchmal muss es halt sein. Herr Ullmann, ganz ehrlich, was interessiert es eine deutsche Eiche, wenn sich ein kastrierter Eber daran reibt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich will Sie darauf hinweisen, dass aufgrund des Schlusses der Rede von Frau Baum vorhin, wo es offensichtlich Tiervergleiche gab, ich mir noch einmal den Auszug des Protokolls zeigen lasse und gegebenenfalls Maßnahmen vorsehe, da das erst nach meinem Vorsitz passieren kann, dieser Hinweis an dieser Stelle. So, Frau Baum, nachdem ich mir das Protokoll habe anschauen können, will ich Ihnen sagen, dass ich und wir alle ein großes Interesse daran haben sollten, dass wir weder mit Tiervergleichen hier durch die Gegend laufen, noch andere unparlamentarische Begriffe in der Debatte verwenden, die Menschen beleidigen können. Jetzt. Seit Jahren erleben wir, wie die Regierungsparteien die Demokratie angreifen und das Ansehen des Bundestags beschädigen. Sie verhindern beispielsweise einen Drei-Sterne-General im parlamentarischen Kontrollgremium, einen ehemaligen SED-Kader hingegen halten sie für geeignet.
Sie machen lieber eine Küchenhilfe zum Repräsentanten des Bundestags als einen Geschäftsführer, der von den Bürgern seines Wahlkreises direkt gewählt wurde. Jede Sitzungswoche brechen Sie vorsätzlich Recht und verstoßen gegen die Geschäftsordnung des Bundestags, nur um einem bürgerlichen Abgeordneten den ihm zustehenden Vorsitz im Gesundheitsausschuss zu verwehren. Sie sollten sich schämen für solch undemokratisches Verhalten. Herr Sichert, nur ein kurzer Hinweis. Reden Sie bitte zum Thema. Das ist im Thema. Sie wollen hier schon wieder die Demokratie angreifen. Herr Sichert, ich werde mir die Freiheit nehmen, im Protokoll Ihren Redebeitrag noch mal nachzuvollziehen. Es sind einige Begriffe gefallen, die ich mir noch mal anschauen werde. Und ich behalte mir vor, im Nachgang Sie noch zur Ordnung zu rufen. Noch bis vor einem Jahr standen Sie hier an diesem Pult und sprachen in glühendsten Farben vom Erfolg in Mali, von der Sicherung der Sahelzone, von wirtschaftlicher Entwicklung, von Demokratie, von Verantwortung, von der Sicherheit für die Menschen dort. CDU, SPD und wie immer mit ganz viel Mitgefühl unsere Grünen. Alles Scheiß. Es stimmte damals nicht, es stimmte im Jahr davor nicht, es stimmte nie. Wir haben Ihnen zugetraut, dass wir uns falsch, vielleicht das falsch gehört haben. Aber ich möchte natürlich schon sagen, dass die Wortwahl dann keiner parlamentarischen Sprache entspricht. Und ich Sie bitten möchte, das nächstes Mal zu beherzigen. Ich komme einmal ganz kurz zurück zur letzten Debatte. Ausweislich unseres Protokolls gab es einen Zwischenruf, der nicht einer Person zugeordnet werden konnte. Der hieß im Geiste des Nationalsozialismus, das ist viel schlimmer, wohl aus der SPD-Fraktion. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass wir hier im Haus jeden Vergleich mit dem Nationalsozialismus, wie es auch juristisch betrachtet wird, als Verharmlosung der furchtbaren Verbrechen der Shoah betrachten müssen. Und ich bitte Sie, von solchen Vergleichen mit dem Nationalsozialismus Abstand zu nehmen. Herzlichen Dank. Und selbst die verkorkste Ampelplanung könnte man korrigieren. Aber wie Sie kommunizieren, wie Sie Vertrauen zerstören, wie Sie mit halbgaren Ideen Akzeptanz vernichten und nochmal, wie Sie kommunizieren und wie Sie Angst auslösen, ist unterirdisch, ist zum Kotzen. Und der Schaden, den Sie damit auslösen, wird weit über Ihre Regierung hinauswirken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weiter gebraucht werden, bitte ich wirklich alle noch mal im Namen auch der Würde des Hauses, auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen. Das wäre auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich. Die kennen die, aber das mag sein, aber es gucken auch junge Zuschauer. Vielleicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht. Ja, ich hoffe sehr, dass auch junge Menschen an Politik interessiert sind. Ich muss eine allgemeine Zwischenintervention machen, weil diese ganze Debatte hier, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist für mich heuchlerisch. Ist für mich heuchlerisch, weil das Entscheidende, was wir hier heute nicht besprechen und was Sie auch nicht besprechen, ist, dass die Menschen von 1953, die würden Sie heute bekämpfen. Diese Revolution von damals würden Sie heute bekämpfen, weil das eigentliche Ziel damals war Freiheit. Und Sie alle bekämpfen in allen Bereichen immer wieder die Freiheit. Und wenn ich in die letzten drei Jahre denke, und wenn Herr Kollege, Sie lagen ganz klar, Moment bitte. Ich verwahre mich dagegen als Sitzungsleiter Präsident, dass Sie erklären, dass die Mitglieder dieses Hauses die Freiheit bekämpfen. Und ich bitte darum, das wirklich zu beachten. Das ist ein frei gewählter Abgeordneter des deutschen Parlaments, wie Sie auch. Und wir können über alles streiten, aber zu erklären, dass die Abgeordneten dieses Hauses die Freiheit, Herr Braun, bitte, dass die Abgeordneten dieses Hauses die Freiheit bekämpfen würden, ist einfach unerhört. Plötzlich taucht noch ein Staatssekretär Udo Philipp aus, lange Jahre Udo Philipp, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, einer der größten Privatfonds in Europa, die sich mit Start-up-Unternehmen beschäftigen. Wie praktisch, dass dieser Udo Philipp jetzt Staatssekretär geworden ist, in dem Bundeswirtschaftsministerium für die Start-ups zuständig geworden ist und 10 Milliarden Euro bis 2030, wenn er so lange im Amt sein sollte, verteilen kann an die Unternehmen, an die er selber beteiligt ist. Ist das nicht toll? Das ist Mafia ohne
ohne Tote. Ist doch noch viel schöner, was Sie hier veranstalten von den Grünen. Ich will sehr deutlich sagen, dass der Vergleich von demokratischen Strukturen in Legislative und Exekutive in unserem Land mit verbrecherischen Systemen wie der Mafia aus meiner Sicht unparlamentarisch ist. Und ich gebe das Wort dem Kollegen Jan Dieren. Gröhlen übrigens auch. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von 40% und jedem fünften Nordmazedonier unter der Armutsgrenze scheinen mir Sonnenkollektoren und Windräder genau das zu sein, was dieses Land jetzt braucht. Meine Damen und Herren, nee, dieser Antrag ist einfach peinlich und unrealistisch. Es ist eine Unverschämtheit, dass wir uns heute Abend mit so etwas auseinandersetzen müssen. Sie verschwenden unsere Zeit. Aber ich fürchte, das Lachen wird uns im Hals stecken bleiben, wenn dieser Antrag wirklich angenommen wird. Daher sage ich, ablehnen, weniger Lachsaufen, Kollege. Also Herr Frohnmeier, dieser letzte Satz hätte nun wirklich nicht sein müssen. Aber wir beweisen doch, wie groß die Meinungsfreiheit in diesem Parlament tatsächlich ist. Und wir kommen jetzt weiter. Wir haben schon genau zugehört. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass ich heute erneut die Gelegenheit habe, zum Ökolandbaugesetz zu sprechen. Das Entscheidende dabei ist die Außerhausverpflegungsverordnung. Ach, Frau Künast, haben Sie zu viel Alkohol getrunken vorher im Ossis? Oder wie kommt so ein seltsamer Kommentar zustande? Ist ja echt peinlich. Und jetzt kriegt sie schon Schützenhilfe von Frau Schröder, die ja auch keine Ahnung von dem Baurecht hat, obwohl sie in dem Ausschuss sitzt. Den Leuten ja auch wieder erzählt hat, das ginge. Es funktioniert nicht. Sie, alle Experten haben es gesagt. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben könnte, ich lasse keine Wortmeldung der Grünen zu. Die haben genug geredet. Wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben könnte, Frau Künast, dann hätten Sie eine General. Frau Künast, dann hören Sie. Frau Künast, dann hören Sie. Kleinen Moment mal bitte. Ich habe. Kollegin Künast. Frau Künast, ich verstehe Ihre Emotionen. Ich bitte um Mäßigung. Kleinen Moment mal bitte. Ich habe die Uhr angehalten, Herr Fährlemann. Kleinen Moment. Nein. Es ist nicht so blöd. Ich will Ihnen ja einen Hinweis geben. Wir sind ja eine konstruktive Service-Opposition. Kollegin Künast und Kollege Fährlemann, würden Sie bitte mal einen Moment innehalten? Gerne. Und nun? Erstens das Wort, und überwiegend sollte er dann auch zu hören sein. Das mit dem Verstehen müssen dann alle für sich klären, hat der Kollege Fährlemann, und zwar für die CDU-CSU-Fraktion. Bevor ich ihm das Wort erteilt habe, hatte ich schon überlegt, ob ich etwas grundsätzlich zur Atmosphäre in diesem Tagesordnungspunkt sage. Ich bitte wirklich um Mäßigung, um Austausch von Argumenten, aber bitte auch bei Zwischenrufen, die natürlich das ganze Geschäft hier beleben, darauf zu achten, dass sie nicht beleidigenden Charakter haben können. Es ist, denke ich, niemand hier als Lügner oder anderes zu bezeichnen. Wir können sicherlich auch hart in der Sache Argumente entsprechend austauschen. So, und nachdem wir das jetzt klargestellt haben, verfahren wir weiter in der Debatte. Wie gesagt, ich habe die Uhr angehalten, Herr Fährlemann. Sie haben also die Chance, Ihren Redebeitrag zu Ende zu bringen. Und in der Zwischenzeit kläre ich, wie wir entsprechend unseren Regeln hier weitermachen. Es trifft doch vor allem die Normalbürger, wenn der Wohnungsmarkt leergefegt ist. Sie lachen, das weiß ich, weil die öffentliche Hand für die Unterbringung von Migranten jeden Preis zahlt, Senioren aus ihren Wohnungen hinausschmeißt und Neubau wegen politischer Gängelung damit. Sehen Sie, Sie schreien ja trotzdem. Neubau wegen der politischen Gängelung überhaupt gar nicht stattfindet. Die Bürger, können Sie bitte. Ich würde gerne meine Rede irgendwie. Kolleginnen und Kollegen, jetzt mal wieder Ruhe im Saal hier. Alle mal wieder ein bisschen beruhigen. Frau Weidel hat das Wort.
Die Bürger dieses Landes. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.